Hi ihr Lieben, Weihnachtswichtel, Leseratten und Potterheads. Ich bin's, eure Zimt. Heute nochmal vor meinem kleinen Potter-Altar. Ich hatte ja vor einiger Zeit ein Video, eine ganze Videowoche rund um Harry Potter, weil ich gerade in der Weihnachtszeit so dermaßen im Potterversum drin bin. Und das möchte ich heute jetzt wirklich komplett und endgültig abschließen, denn das letzte Video in der Potterwoche war ein Verlosungsvideo, an dem Leute rege teilgenommen haben und wo ich euch noch eine Verlosung schuldig bin. Tut mir ganz so leid, dass ich so spät dran bin. Ach ja, apropos, habt ihr meine neuen Haare gesehen? Ich hoffe, sie gefallen euch. Ich find's cool. Es geht um die Verlosung. Ihr konntet ein Päckchen gewinnen mit den Heiligtümern des Todes, wo ihr mir die Frage beantworten musstet, welchen Schmuck ihr denn gerne hättet, ob Kette oder Ohrring. Das habe ich auch mit notiert, sodass ihr das Richtige auch kriegt. Außerdem noch einige andere Sachen, die rund um die Harry Potter Woche ein bisschen auch mal eine Rolle gespielt haben. Und ihr habt mir ganz liebe Kommentare geschrieben und alle die mir Kommentare geschrieben haben und mit an der Verlosung teilgenommen haben, stehen jetzt hier auf solchen coolen Zetteln und da ziehe ich gleich den Gewinner, der das Paket kriegt. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt und verzeiht mir, dass es erst heute kommt und nicht schon wie besprochen am letzten Sonntag. Ich schäme mich. Aber erstmal zur Verlosung. Ich drücke euch allen ganz, ganz doll die Daumen. Ihr habt wirklich tolle Kommentare geschrieben. Und ich möchte auch nochmal ein ganz, ganz großes Danke an Janine W. ausdrücken hier, die mir ein Paket mit Beetle, die Märchen von Beetle dem Maden geschickt hat. Ich habe es auch schon durchgelesen. Ich habe mich so drüber gefreut und noch mehr habe ich mich über das Paket an sich gefreut, weil du dir so viel Mühe gegeben hast und es mit so viel Liebe gemacht hast und es war so schön und ich hatte so einen schlechten Tag und dann kam das Paket und ich habe mich einfach nur einen Keks gefreut. Das war so lieb. Richtig großen Dank an dich. So, du stehst hier mit bei, aber wir wollen ganz, ganz fair ziehen, deshalb ziehe ich jetzt blind. Das ist der Gewinner. Janine Pelz. Also eine andere Janine. Herzlichen Glückwunsch an dich, Janine Pelz. Ich blende es hier mit ein für den Fall, dass ich es falsch ausspreche. Du kriegst die Kette. Ich hoffe, das war richtig. Ich habe es mir hiermit notiert. Schreib mir bitte eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist unten in der Infobox. Du schreibst mir eine E-Mail mit, ob die Kette wirklich richtig war und mit deiner Adresse, damit ich dir das Paketchen zuschicken kann. Ich denke, Weihnachten wird es vielleicht nicht mehr, aber weiß ich nicht. Mal gucken. Falls du dich bis Silvester noch nicht bei mir gemeldet haben solltest, werde ich neu losen. Aber ich denke mal, ich werde eine E-Mail von dir kriegen. Tut mir leid an alle, die jetzt nicht gewonnen haben. Aber auch wie beim letzten Mal, die nächste Verlosung kommt unter Garantie und ganz bestimmt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne, lesereiche Zeit und viele Weihnachtsplätzchen. Ach ja, und um die Magie zu vervollständigen, werde ich im nächsten Video noch mit alter Frisur auftauchen. Magic! Das Wort zum Sonntag an einem Mittwoch. Ich höre jetzt auf, ich rede eh irgendwie seltsame Sachen. Ich wünsche euch was. Schöne Lesezeiten. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.